Er hatte sich auf Arsenal gefreut. Spiele in der Champions League seien etwas wie Urlaub, hatte Jürgen Klopp süffisant gesagt. Dieser Abend in London aber brachte alles andere als Erholung. Selbstvertrauen hat sich der BVB beim 0:2 jedenfalls nicht geholt, auch wenn die Niederlage keine schwerwiegenden Folgen hat. Es gab Situationen, Momente, in denen wir das, was wir wollten, umsetzen konnten. Diese Phasen waren nicht lange genug. Wir waren da nicht konsequent genug. Ich habe viele Situationen im Kopf, wo wir, wenn wir den vorletzten Pass besser spielen, stehen wir perfekt für den letzten Pass. Und das ist, geht nicht mal in der Zusammenfassung als Torchance ein, logischerweise, weil wir uns da zu häufig nicht gut verhalten haben. Und ja, so war Arsenal heute ein absolut verdienter Sieger, weil wir einfach nicht gut genug waren. Eine andere Meinung wäre auch nicht zulässig. Dortmund unkonzentriert, uninspiriert, ungeschickt. Unser Anspruch ist deutlich mehr zu tun, als das, was wir heute geboten haben. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und beim nächsten Spiel das machen, was wir vorhaben. Und nicht in den ersten paar Minuten schon so einen schweren Brocken zulassen, der dann natürlich auch das Spiel ein bisschen beeinflusst, unbewusst. Wir waren ein bisschen zu passiv in den ersten 10 Minuten. Das hat uns ein Tor gekostet und haben später zum Spiel gekommen. Und dann das zweite Tor hat das Spiel zu Ende gebracht. Wir haben versucht, noch was kreieren vorne. Wir haben zwei gute Möglichkeiten gehabt, aber leider kein Tor geschossen. Es ist so, dass wir alle 3-4 Tage halt ein Spiel haben, dass wir nicht so viel einstudieren können. Aber trotzdem, denke ich, haben wir schon Fortschritte gezeigt in den letzten Wochen. Heute war es jetzt wieder ein Rückschritt, oder? Ein Rückschritt, genau. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ganz anders, wenn das erste Tor nicht fällt. Es kommt halt im Moment alles zusammen, aber wir kommen da schon wieder raus. Den vorzeitigen Gruppensieg hat der BVB verpasst. Aber Großthema war das nicht. Vielmehr, Dortmund steckt weiter in der Krise. Es liegt an Jürgen Klopp, seine Mannschaft da rauszuholen. Durch Arbeit? Das ist der Plan. Ja, durch Arbeit. Das funktioniert immer im Leben so. Wenn man das in einer negativen Phase als Erklärung anführt, dann wird das aber irgendwie, hat man das Gefühl, es wird nicht ausreichen. In den positivsten Phasen, die wir hatten, haben wir immer nur gearbeitet. Nichts anderes. Wir haben keine Partys gefeiert zwischen den Spielen oder sonst was, sondern wir haben an den Dingen, die wir gesehen haben, gearbeitet. Die, die nicht gut waren, wollten wir verbessern. Die, die gut waren, wollten wir beibehalten. Und das machen wir im Moment auch. Mit einem anderen Gefühl allerdings. Klopp versucht, Ruhe auszustrahlen. Es bleibt ihm keine andere Wahl. Sonntag geht es in der Bundesliga zu Eintracht Frankfurt. Nicht auszudenken, wenn der BVB da erneut verliert.